بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي بدراسة كتاب التوحيد. نعم. Und Frieden und Segen sei auf dem letzten der Propheten. Und liebe Geschwister, wir haben das letzte Mal angefangen mit dem Buch des Tauhid, also des Eingottglaubens. Und bevor wir angefangen haben, haben wir einige Dinge erwähnt, zum Beispiel, warum lernen wir diesen Tauhid? Und warum haben wir gerade dieses gesegnete Buch ausgesucht? نصيحة العلماء ولأن هذا الكتاب مشتمل على الأدلة من الكتاب والسنة. Wir haben gesagt, weil dieses Buch eine Empfehlung der Gelehrten ist und weil die Beweise vom Koran und von der Sunna stammen. وذكرنا شيء عن هذه الأمور التي يذكرها بعض الناس ويقولون عن الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى أنه وهابي وغير هذا، وقلنا سبب العداوة هي التوحيد. نعم. Und wir haben erwähnt, das ist natürlich wie immer Menschen gibt, die diesen Gelehrten vieles unterstellt haben und viele schlechte Sachen über ihn gesagt haben, aus dem Grund, dass er den Tauhid erklären wollte. فكل من يعلم التوحيد ويتعلم التوحيد يقال عنه وهابي. نعم. Leider ist es so, dass jeder, der den Tauhid lernt oder beibringt, Wahhabi genannt wird. ثم ذكرنا أن هذا المتن المبارك وهذا الكتاب المبارك إذا أردنا أن نعرف محتواه أو حتى يعني يدرك إدراك يعني إجمالي، فنقول إنه يحتوي على عشرة أبواب، عشرة أقسام، أما الأبواب 67 باب. نعم. Und wir hatten gesagt, damit wir verstehen, worum es in diesem Buch geht und was dieses Buch alles beinhaltet, hat sich dieses Buch in 10 Teile teilen lassen. Insgesamt sind es jedoch detailliert gesagt 67 Aspekte. المقدمة، وقلنا هذه المقدمة تحتوي على أبواب خمسة. Der erste Teil ist das Vorwort, was selber aus 5 Teilen besteht. ثم تفسير التوحيد وفسر التوحيد بضده. نعم. Der zweite Teil, haben wir gesagt, ist die Erläuterung des anderen Glaubens und hat diesen Tauhid erklärt mit dem Gegenteil. ثم ذكر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. Als nächstes erklärt der Autor im dritten Teil alle Beweise und Argumente, die dafür sprechen, dass jede Anbetung zu einem anderen außer Allah fehlgeschlagen ist. ثم أراد أن يبين لك في القسم الرابع أسباب وقوع الشرك في الأمة حتى تجتنبها. نعم. Danach will der Autor im vierten Teil dir zeigen, welche Gründe es gibt, dass der Schirk in dieser Umma passiert, in dieser Nation gefallen ist, damit du dich davon fernhältst. وفي الباب الخامس أراد أن يرد على من يقول أن الشرك لا يقع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الجزيرة العربية. نعم. Im fünften Teil will er erklären, dass manche diesen Zweifel haben und behaupten, dass der Schirk nicht unter den Muslimen fallen kann oder auf der arabischen Halbinsel fallen kann. ثم في القسم السادس أراد أن يبين الأعمال الشيطانية. نعم. Im sechsten Teil wollte er einige Taten des Satans aufzählen. ثم أعمال القلوب. Und danach die Taten des Herzens. ثم توحيد الأسماء والصفات. Als nächstes der Eingottglaube Allahs in seinen Namen und Eigenschaften. ثم ذكر المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. Danach hat er die verbotenen Wörter uns aufgezählt und die Wörter, die Schirk bedeuten. ثم ختم بخاتمة. نعم. Und danach hat er mit einem Abschluss das beendet. الأول ذكر فيه المقدمة، والمقدمة هذه قلنا فيها أبواب خمسة. نعم. Und wir hatten gesagt, dass das Vorwort aus 5 Teilen besteht. ذكر في الباب الأول الأدلة على وجوب التوحيد حتى يبين أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. The first part of the Quran is the Beweise dafür, dass der Tauhid Pflicht ist, die erste Pflicht ist und die höchste Pflicht ist und das, wozu alle Propheten und Gesandten aufgerufen haben. ثم بعد أن بين لك وجوب التوحيد أراد أن يبين لك فضل التوحيد في الباب الثاني حتى تشتاء، لأن هناك من ينفرك عن دراسة التوحيد. وقال إن الأجور والحسنات تتكاثر لمن يتعلم التوحيد وتذهب عنه السيئات بإذن الله تعالى. نعم. Nachdem er gezeigt hat, dass es Pflicht ist, den Tauhid zu lernen,
zählt er im zweiten Teil des Vorwortes auf die Vorzüge des Tauhid. Welche Vorzüge hat er, damit der Mensch sich danach sehnt, den Tauhid zu lernen? ويحصل لك الأمن. Und du bekommst die Sicherheit von Allah, wenn du den Tauhid umsetzt. والهداية. Und die Rechtleitung. في الدنيا وفي الآخرة. In dieser Welt und in der nächsten. والسبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Und das ist ein Grund dafür, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم auch für dich Fürsprache macht. فعندما تشوقت التوحيد أراد منك أن تحقق التوحيد تخلص التوحيد تنقي التوحيد من ماذا؟ من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع والمعاصي. نعم. Im dritten Teil, nachdem er dir gezeigt hat, was der Tauhid ist und du dich danach sehst, hat er erzählt, wie man das umsetzt, damit du diese gewaltige Belohnung bekommst. ولا بد أن يحقق التوحيد بالقول والعمل والاعتقاد بأمور ثلاثة: قلب ولسان وجوارح. نعم. Und es ist Pflicht, diesen Einwortglauben umzusetzen mit der Zunge und mit dem Körper und mit dem Herzen. نعم. ثم بعد أن ذكر لك تحقيق التوحيد أراد أن يبين لك خطر الشرك. وأن المحقق حقا للتوحيد لابد يخاف من الشرك، لأنه قد يلبس عليك الشيطان ويقول أنت موحد وأنت لا تدري، قد يكون لديك شرك ولا تدري عنه، فلابد أن تخاف من الشرك. نعم. Als nächstes, nachdem du den Tauhid umgesetzt hast, musst du vor dem Schirk Furcht haben und Angst haben und damit du dich auch davon fernhältst. كيف نخاف من الشرك؟ Wie können wir uns vor dem Schirk fürchten? بدراسة التوحيد. Indem wir erstens den Tauhid lernen. وبدراسة الشرك، لأنه لا يمكن أن تجتنب الشرك إلا بمعرفة ما هو الشرك. نعم. Und indem wir diesen Schirk kennenlernen, weil du kannst dich nur davon fernhalten, wenn du weißt, wo es passiert kann und was es ist. بالدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Und durch Bittgebet, du bittest Allah, dass er dich vom Schirk fernhält, wie der Prophet Abraham es gemacht hat und sagte: Und bewahre mich und meine Kinder davor, die Götzen anzubeten. Und dass du nicht mit den Ungläubigen bist, wenn sie ihre ungläubigen Feiertage haben oder ihre Festtage oder ihre Feiern. ثم ذكر في الباب الخامس أن من تحقيق التوحيد الدعوة إلى التوحيد. فالمحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله إلى التوحيد. نعم. Und das fünfte ist, dass du, wenn du den Tauhid lebst und dich vor dem Schirk fürchtest, dass du unbedingt zu diesem Tauhid aufrufen musst, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von Anfang der Botschaft bis zu seinem Tod hat er zu diesem Tauhid aufgerufen. نعم. وشروط الدعوة خمسة. Und die Bedingungen bei diesem Aufruf zum Islam, zum Tauhid sind fünf. الأول الإخلاص، لابد أن تبتغي بالدعوة إلى الله وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. Die erste Bedingung ist die Aufrichtigkeit. Du musst bei dem Aufruf zu Allah und zum Tauhid musst du aufrichtig sein. الثاني العلم الشرعي، أن الداعية لابد أن يكون لديه علم. نعم. Die zweite Bedingung ist, dass du Wissen hast über die Religion, denn derjenige, der zur Religion aufruft, muss die Religion kennen. ولابد في الدعوة إلى الله من الحكمة، والحكمة هو وضع الشيء في موضعه، والكتاب والسنة فيهما الحكمة لأنها ممن من الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم سبحانه وتعالى. نعم. Eine weitere Bedingung ist die Weisheit. Die Weisheit bedeutet, dass man alles passend dann zu einem passenden Zeitpunkt zu seinem passenden Ort macht. Und die Weisheit ist enthalten im Buch Allahs und in der Sunna des Propheten. Denn Allah selber ist Al-Hakim, also der Allweise. نعم. الشرط الرابع معرفة حال المدعو قبل أن تذهب إلى الدعوة. لابد تعرف إلى من تذهب. ماذا لدى هؤلاء؟ نعم. Die vierte Bedingung ist, dass du den Zustand desjenigen kennen musst, den du jetzt aufrufen willst. Du musst wissen, wie er sich verhält und in was für einen Zustand er steht. الشرط الخامس الصبر، لأن هذا الطريق سلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولحقوا ما لحقوا من أذى، ولا بد أن يلحقك شيء في هذا الطريق. نعم. Und die fünfte Bedingung ist, dass du auf diesem Weg des Aufrufes sehr geduldig sein musst, denn das ist ein Weg, den die Propheten und Gesandten gegangen sind und sie haben in diesem Weg viel Leid ertragen. Also wird auf jeden Fall dich auch ein Teil dieses Leides treffen, so musst du geduldig sein. الإخلاص، die Aufrichtigkeit، والعلم الشرعي، das Wissen über die Religion، والحكمة، وضع الشيء في موضعه،
Die Weisheit, dass die Leute alles passend machen. ومعرفة حال المدعو. Und dass man weiß, in welchem Zustand der Aufgerufene sich befindet. والصبر. Und die Geduld. هل يشك أحد في التوحيد؟ Zweifelt jemand im Tawhid? الذي يشك في التوحيد هذا كافر كفر أكبر. Jemand, der über diesen einen Gott glaubt, das Tawhid, einen Zweifel hat, der hat einen großen Unglauben begangen. الأمور التي لا تشك فيها 1% هذه لابد أن تعلمها الناس وتدعو إليها لابد نعم. Und diese Sachen, die du hundertprozentig weißt und keinen Zweifel daran hast, die musst du unbedingt beibringen. الناس في هذا الباب انقسموا إلى طرفين ووسط. Die Menschen haben sich in diesem Thema in zwei Extremen gespalten und eine Mitte. قسم يتكلم فيما يعرف فيما لا يعرف ويفتي ويتكلم حتى في قتل الأبرياء المعاهدين من الكفار وقتل أهل الإسلام وتخريب المساجد وتخريب بلاد أهل الإسلام. Einer dieser Teile, der übertrieben hat, das ist der Teil, der so viel redet, was er weiß und was er nicht weiß. Und er fängt an, Urteile zu geben und urteilt über andere Menschen und lässt sie töten oder über Menschen, die Muslime sind oder lässt die Moscheen zerstören. Das ist der Teil, der in die Irre gegangen ist, der falsch ist. وقسم لا يتكلم في شيء اصلا حتى فيما يثق فيه ولا يشك في واحد منهم حتى بالتوحيد لا يتكلم بالتوحيد. Und der andere Teil ist diejenigen, die untertrieben haben. Das heißt, sie reden gar nichts, obwohl sie es wissen, obwohl sie den Tawhid nicht kennen, reden sie über gar nichts von diesen Sachen. لو يدخل داخل الآن هنا للمسجد ويسأل هذا يقول أين القبلة؟ يقول الله أعلم. كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ يقول لا أدري الله أعلم. ما هو التوحيد؟ يقول لا أدري. ما هي أنواع التوحيد؟ يقول لا أدري. من نبي هذه الأمة؟ قال أنا ما أفتي. Nein. Der andere Teil ist derjenige, der gar nicht redet. Also wenn zum Beispiel jemand Ungläubiges hier in diese Moschee eintretet und fragen würde, wie betet ihr, würde er sagen, ich weiß nicht. Und wie heißt euer Prophet, würde er sagen, ich weiß nicht. Und wie viele Gebetseinheiten gibt es, würde er sagen, ich kann keine Urteile geben. Al-Fatwa, labud min al-ruju' fiha ila kibar al-ulama. Lakin hada amr ma'lum min ad-din bil-darura. ولا يمكن أن يشك في مسلم أصلا هذا ليست بفتوى هذا أمر يقيني عندنا مقطوع به نعم und die Fatwa, liebe Geschwister, also so ein islamisches Urteil, ist eine Sache, da muss man zu den großen Gelehrten zurückkehren. Aber so Basissachen, wie wir gerade gesagt haben, das Gebet, der Prophet, die Gebetseinheit, das sind Sachen, die jeder Muslim Pflicht wissen muss. Und das ist keine Fatwa, kein Urteil. فالذي تشك فيه 1% هذا لا تتكلم فيه والذي لا يمكن أن تشك فيه ولا أقل حتى من واحد ولا طرفة عين هذه لابد أن تدعو إليه وتعلم الناس نعم. Wenn du in einem Thema Zweifel hast, auch wenn es nur 1% ist, dann rede nicht über dieses Thema. Aber wenn du eine Sache hundertprozentig weißt in der Religion, dann musst du dazu aufrufen. أول ما يدعى إليه الصلاة أو الزكاة من يعرف؟ Was ist das erste, wozu man aufrufen muss? أو بر الوالدين. Das Gebet oder die Spende oder das gute Verhalten zu den Eltern. أول ما يدعى إليه الصلاة أو الزكاة أو بر الوالدين. صلاة. أول ما يدعى إليه التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. نعم. Das erste, wozu man aufruft, ist der Tawhid, ist dieser Eingottglaube. Denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mu'adh ibn Jabal zum Jemen geschickt hat, hat er zu ihm gesagt, du gehst jetzt zu einem Volk, das sind die Leute der Schrift. Das erste, wozu du sie aufrufen sollst, ist, dass sie Allah anbeten und ihm nichts beigesetzt. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناظرهم بين ما عليه هؤلاء أهل الكتاب من ضلالات وفسق وفجور وغيره نعم Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Mann gesagt, geh und streite mit ihnen und argumentiere und zeige ihnen, in was für einem Irrtum die sind? La. Idan da'wat al-kuffar takun bimadha bima amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakun awwala ma tad'uhum ilayh al-munadhara bayan al-akhta' as-sab, ash-shatm, al-qatl, al-khuruj alayhim
أخذ الأموال؟ نعم. Das erste, wozu du sie aufrufen sollst, was ist es? Ist es, dass wir sie bekämpfen oder beleidigen oder streiten oder argumentieren oder sie vertreiben? Nein. أول ما تدعوهم إليه قال شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد. نعم. Das erste, wozu du sie aufrufen sollst, ist das Bezeugnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah. حتى من يعني نشأ في بعض البلدان اليوم قبل أن تعلموا الصلاة الصلاة ما تصح بلا توحيد. تسأل عن التوحيد، عرف التوحيد تتدرج معه إلى الصلاة وهكذا. نعم. هل معنى هذا أن نكفر الناس؟ لا، لكن نريد أن تكون العبادات مقبولة. بماذا؟ بالتوحيد، بالإخلاص. نعم. Man muss erstmal den Tawhid lernen, sogar in unseren Ländern. Was soll ein Kind als erstes lernen, bevor es beten soll? Es soll beten, es soll den Tawhid lernen, weil ohne Tawhid wird kein Gebet oder keine Tat angenommen. Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass wir die Menschen für ungläubig erklären. Nein, aber wir sagen, wir lernen als erstes den Eingottglauben.